Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu meinem Kanal. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Nasti, willkommen. Ich habe ein paar neue Produkte entweder zugeschickt bekommen oder gekauft, hauptsächlich zugeschickt bekommen. Und ich möchte euch auf jeden Fall eine kleine Review in Anführungsstrichen, aber ich würde euch gerne einfach die Produkte mal zeigen, die neu sind. Und dann ein paar Bilder dazu eventuell einblenden. Das gucken wir dann mal. Und zwar habe ich als erstes einen Spiegel mir besorgt. Denn den anderen Spiegel, den ich hatte, der ist einfach viel zu klotzig. Das heißt, wenn ich euch was abschminken werde mit der neuen Kamera, dann wird es ein bisschen problematisch. Aber hier juckt irgendwas ganz... Oh, ich mag diese Pullis nicht, die kratzen und jucken. Ich werde euch auf jeden Fall ja alles mal zeigen. Also der Spiegel, den habe ich mir jetzt geholt. Der ist mit einem LED-Licht integriert. Plus man hat hier hinten einen 5-fach-Zoom-Spiegel, einen Vergrößerungsspiegel. Und hier hinten hat man die Möglichkeit, die LED-Lampe aufzuladen. Ich habe extra keine mit Batterien geholt. Und ich finde, Roségold sieht schön aus. Hier hat man eine kleine Ablagefläche. Aber das wäre nicht schlecht für das Video zum Schminken. Im Alltag benutze ich meinen ganz normalen Spiegel noch. Aber wer weiß, ob ich das dann auch wieder abändere. Mir ist gerade nämlich das Kabel von dem Spiegel runtergefallen. So sieht das Ganze aus. Ein Adapter war nicht dabei, aber man kann ganz normal seinen eigenen Adapter vom Handy-Ladegerät nehmen. Und den hatte ich bei Amazon geholt. Links und Preise werdet ihr auf jeden Fall sehen. Wahrscheinlich die Preise blende ich euch wahrscheinlich dann hier irgendwo ein oder alles dann in der Infobox. Mein zweites Produkt, das habe ich aber zugeschickt bekommen. Und zwar von Summerfood. Ich soll das mal testen und tue ich in diesem Moment auch. Moment. Oh. Ich habe natürlich auch noch meine Socken drüber gezogen. Oh. So, Moment, ich ziehe meine Socken aus. So sieht das ein bisschen aus. Knister, knister, aber ich lasse es mal. Ich habe es gerade angezogen. 2 Stunden soll es angezogen bleiben. Für die, die daran auch Interesse haben, das zu testen, ich gehe gleich näher auf das Produkt ein, schreibe ich euch hier einen Gutscheincode ein. Dann kriegt ihr 15% Nachlass auf eure Bestellung. Und zwar zieht man das gute Stück an für 2 Stunden. Es soll die Hornhaut ablösen, quasi schönere Füße machen. Das ist ein Peeling für den Fuß oder für die Füße. Und innerhalb einer Woche löst sich dann so die oberste Hautschicht ab, um einfach saubere, weichere Füße zu erlangen. Ich habe es jetzt angezogen, weil bis das Video online kommt, sind wahrscheinlich die 7 Tage vergangen. Und ihr werdet auf jeden Fall von mir Bilder eingeblendet bekommen. Wahrscheinlich dann jetzt oder dann am Ende des Videos und dazu werde ich dann einen Satz schreiben, ja ist super oder nein ist nicht super. Dann werdet ihr ein Vorher- und Nachher-Bild eventuell bekommen. Ich guck mal je nachdem, weil ich habe nicht arg viel Hornhaut, aber einfach um schönere Füße zu bekommen, habe ich es jetzt mal getestet. Ich habe aber auch in der Apotheke nachgefragt, ob sowas extrem schlimm ist, weil ich habe davon noch nie gehört. Die Apothekerin meinte, nein, es ist ein normaler Prozess, dass dann die Haut sich ablöst. Also man braucht sich keine Gedanken zu machen. Hört sich interessant an. Die Verpackung finde ich sehr ansprechend. Und das Einzige, was so ein bisschen ist, der Geruch. Aber wahrscheinlich muss der Geruch so sein, weil es halt chemisch, denke ich mal, aufgebaut ist. Es ist auf jeden Fall nicht an Tieren getestet. Ich bin super mega gespannt und ich hoffe, meine Füße sehen dann toll aus. Produkt Nummer 3 ist ein Vitamin C Serum von Glory Feel. Das war ein Produkttest. Da ist 25% Vitamin C drin mit Hyaluron und Vitamin E Antifalteneffekt. Also ich habe das jetzt eine gewisse Zeit getestet. Ich finde dafür, dass es
zitronen-orangenartig ist, riecht es gut, weil meist neigt es ja dazu, so ein bisschen nach Klostein zu riechen. Aber ich finde, die Auftragung ist toll. Für den ersten Moment bappt es, aber das kenne ich von den meisten Serien, ist das so. Ich bin ehrlich, das kommt nicht an Alcina ran, aber es ist auch irgendwie ein bisschen anders. Also bei Alcina habe ich das Gefühl, es tut quasi nur Hyaluron aufbauen, also die Falten anheben. Von der Pflegewirkung her ist sie auch toll. Aber hier habe ich so eher das Gefühl, dass die Haut glänzt. Also hier hatte ich aber nicht das Gefühl, dass die Haut aufgepolstert wird, sondern eher, dass es schon pflegt und so ein Glow hinterlässt. Deshalb würde ich eher Alcina nehmen als das hier. Aber so im Wechsel finde ich das toll. Und diese Flasche kam einmal mit einem Pumpspender und einmal mit einer Pipette. Das heißt, man hat zwei Möglichkeiten, sich das auszusuchen, ob man das so mit der Pipette auftragen mag oder nicht. Auf jeden Fall bin ich davon begeistert und ich würde es trotzdem nachkaufen, auch wenn es nicht mit Alcina zu vergleichen ist. Würde ich es trotzdem nachkaufen. So, apropos Alcina. Ich habe hier ein paar Sachen zugeschickt bekommen. Ein Pinselmäppchen, da ist jetzt kein Pinsel drin. Mal gucken, ob ich von denen mal einen Pinsel kaufe, Pinselset. Oder ob ich das benutze, was ich da habe und das reinräume. Wir haben aber auf jeden Fall einmal ein Make-up. Ich wollte euch ein Video dazu abdrehen, zu den ganzen Produkten. Ich habe aber ein, zwei Sachen bestellt, damit wir so ein komplettes Make-up-Set haben. Ist aber leider noch nicht angekommen. Also da müsste ich dann auch mal gucken, wo die Ware bleibt. Jedenfalls sieht die Flasche vom Make-up so aus. Ich bin etwas enttäuscht, muss ich sagen. Die Flasche ist an für sich schwarz. Also die Flasche ist schwarz, aber an für sich finde ich sie ja nicht schlecht, weil sie schwarz ist, sondern ich sehe nicht, wie viel Produkt ist da drin. Also das finde ich jetzt ein bisschen schade. Und ich kann mir gut vorstellen, dass bei schwarz man schneller die Make-up-Flecken drumherum sieht. Weiß ich nicht, muss ausgetestet werden. Ist aber das, also der leichteste, der hellste Ton. Ich werde dann wahrscheinlich was dazu mischen müssen. Das muss ich dann auch schauen. Dann zwei Lip Fluid Produkte. Einmal Lily und Tulip. Die sehen dann so aus von der Verpackung. Bin ich auch mega gespannt. Also ich hoffe, es ist long-lasting, was ich aber nicht glaube, weil beim Fluid, also matten finde ich, hat es, aber ich glaube nicht, dass es trocknet. Muss man schauen. Dann habe ich hier ein Lidschatten. Ich habe nur eins noch dazugelegt, weil ich euch das mal zeigen wollte. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt eine alte Verpackung ist oder eine neue. Auf jeden Fall finde ich sie nicht so schön wie die andere. So sieht der Lidschatten aus. Das ist die Farbe Pearl. Ich habe sie noch nicht geswatcht. Also die scheint ein bisschen fleckig zu sein. Aber von der Farbe her ist sie jetzt nicht so meins. Ist aber nicht schlimm, weil ich habe ja aus dem Adventskalender zwei andere Lidschatten. Und die sehen so aus. Und optisch finde ich sie auch wesentlich schöner. Auch qualitativ. Habe ich so das Gefühl, ist das ein bisschen anders. Nicht so fleckig, sondern richtig pigmentiert und glänzend. Den mag ich viel lieber. Ich habe ja auch noch eine andere. Aber da werde ich mal schauen, dass ich euch, wie gesagt, das mal abschminke. Abschminke. So, und dann war es das mit Make-up. Dann kommt ein Haarspitzenfluid. Den finde ich zum Beispiel wiederum von der Flasche richtig schön. Also ich mag sowas. Dann sehe ich auch, wie viel ist da drin, wie viel habe ich aufgebraucht, wie viel muss ich noch aufbrauchen. Gut, für die Haare, so ein Fluid benutze ich nur von Goldwell eigentlich, aber ich werde es auf jeden Fall testen. Dann habe ich noch bekommen ein sanftes Shampoo, ein Aufbaushampoo und ein Farbpflegeshampoo. So. So, meine Füße werden so langsam warm. In diesen Socken, Plastiksocken. Aber es stand auch, ich soll mich nicht wundern, es würde auch eventuell bitzeln.
Es bitzelt nicht, es wird einfach nur heiß gerade, was aber nicht unangenehm ist. So, das war Alcina. Vielen Dank dafür. Ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut. Dankeschön. Werde ich auf jeden Fall durchtesten. Dann gab es ein, oder gibt es noch, gab es wahrscheinlich, bis es online kommt, gab es das, ein Produkttest von Panasonic. Und zwar ist es ein Cleansing Brush 3 in 1. Das habe ich schon jetzt getestet. Ich wollte es eigentlich in einem Video testen. Und dann hatte ich alles vorbereitet. Ich hatte mich sogar richtig mit Make-up geschminkt, weil es ist, soll ja das Make-up entfernen. Und dann saß ich hier und dann war einfach kein Akku drin. Also es war irgendwie leer wieder, ja. Und dann habe ich es aufgeladen. Und wollte es dann testen. Und dann musste ich eine Schaumlotion, Reinigungslotion hier reinkippen. Und ich habe keinen Schaumreinigungslotion. Das heißt, ich habe das dann nochmal mit einer normalen Lotion probiert, wo dann der Effekt nicht so groß war. Also von der Handhabung, wie es in der Hand liegt, ja, also von der Größe, ist sie toll. Ich sag mal so, wenn man ein bisschen länger damit arbeitet, wird es ein bisschen schwer, aber ich denke mal, das ist gewöhnungsbedürftig. Hier hat man so eine Wärmeplatte, die ist ganz angenehm, die ist nicht zu heiß, also ich finde sie toll. Man hat, oder man bildet sich ein, vielleicht ist es auch so, hat echt das Gefühl, es entfernt alles, auch wenn ich jetzt so im Alltag kein Make-up ja trage, trage ich ja trotzdem Highlighter, Blush und Gesichtscreme und auch das wäre halt nicht schlecht, das entfernt zu kriegen. Die Wärmeplatte finde ich toll. Das hier ist auch so weich. Also diese Bürste, sage ich mal, ist toll. Ich tunke sie halt immer dann in so einem, was heißt tunken, das muss ich hier reinkippen und da ist dann Wasser, aber weil ich keinen Schaum hatte, hatte ich es halt so ein bisschen auch ab und zu mal nochmal reingetunkt, weil ich das Gefühl hatte, da kommt gerade kein Ergebnis bei rum. Das Produkt, ich weiß nicht genau, ich blende euch den Preis ein, kostet glaube ich 150 oder so. Ich sag's mal so, es ist ein tolles Produkt, ja, man kann es empfehlen, aber für die, die wenig Geld ausgeben wollen, würde ich jetzt nicht, also ich wäre jetzt auch nicht jemand, ich habe mich zwar dafür beworben, weil ich sowas einfach nicht kaufen würde, weil ich zu sowas einfach zu selten greife. Aber jetzt habe ich es natürlich zu Hause und ich werde es natürlich öfters mal probieren und benutzen und etc. Das ist keine Frage. Das wird jetzt nicht einstauben. Ich würde es aber nicht so häufig benutzen, wie wenn ich es selber gekauft hätte. Weil dann denkt man, oh, du hast doch so viel Geld ausgegeben, dann benutze es doch. Und dann ist es wieder zwangsweise. Ne? Einziger Nachteil, finde ich, ist irgendwie hält der Akku nicht so lange. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Ich kenne mich mit solchen Produkten nicht aus. Ich habe keine andere Vergleichsmöglichkeit. Ich weiß es nicht. Ich fand jetzt, dass der Akku nicht so lang gehalten hat. Man hat aber auch noch eine dritte Bürste. Das ist dann für die Poren, für diese Partie hier. Das hier ist für das ganze Gesicht und natürlich das hier ist für die Wangen und für die Stirn auch gedacht. Und ja, das ist das Produkt. Dann gibt es noch ein Produkt und zwar hatte ich von AEG eine Küchenmaschine gewonnen. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, gerade für den Preis, den er kostet. Ich bin jetzt nicht so der Backprofi. Ich backe zwar ab und zu mal, gerade Fanta-Kuchen liebe ich zu backen, aber ich backe halt keine Kekse. Ich bin jemand, der so null weihnachtlich eingestellt ist. Also ich trage gern so Pullis oder ich dekoriere das auch natürlich gerne. Aber ich bräuchte kein Weihnachten. Deshalb habt ihr bei mir wahrscheinlich, ja, ist wahrscheinlich auch so, nicht so viele Weihnachtsvideos gesehen oder gar keine eigentlich wahrscheinlich dieses Jahr. Ich gucke, da ich nächstes Jahr vielleicht ein, zwei euch anbiete. Aber ich bin halt da überhaupt nicht weihnachtlich eingestellt. Ich bin immer froh, wenn die Zeit rum ist und ich mich nicht damit rumschlagen muss. Jedenfalls backe ich dann auch keine Plätzchen, darauf wollte ich hinaus. Diese Küchenmaschine von AEG habe ich jetzt auch getestet, aber habe meine Freundin backen lassen. Wir haben Vanillekipferl gemacht und haben gemeinsam die Maschine getestet, weil sie hat auch eine Küchenmaschine und deshalb hatte sie auch so einen Vergleich, ich ja nicht.
Was ich dazu sagen kann, es quirlt, sagt man quirlen? Es quirlt auf jeden Fall gut, gleichmäßig. Also wirklich, der Teig ist einheitlich gedreht. Also man hat keine Klumpen etc. Wirklich schön. Es ist nicht so laut. Es ist natürlich auch überhaupt nicht leise, aber es ist nicht übertrieben laut, dass man sagt, oh, man kann sich gar nicht mehr verständigen. Das Einzige, was wir jetzt komisch fanden beim Quirlen, sage ich jetzt mal, oder Mixen oder wie auch immer, Quirlen, denke ich, heißt das eher. Schreibt mir das mal in die Kommentare, was man dazu sagt. Ich habe keine Ahnung. Ist immer der Kopf rauf und runter gegangen. Optisch, wow, richtig, richtig schön, hochqualitativ. Und ich würde diese Maschine definitiv empfehlen. Und für die, die aber backen, also für die, die so wie ich alle paar Monate meinen, mal Waffeln zu machen oder Pizzateig zu machen oder einmal im Jahr mache ich dann mal Fanta-Kuchen, für den würde ich diese Küchenmaschine nicht empfehlen, weil es einfach dann viel zu teuer ist und es steht dann in der Ecke und staubt ein. Aber auf der anderen Seite, jetzt wo ich es habe, werde ich es wahrscheinlich dann auch häufiger benutzen oder meine Mutter oder wie auch immer. Das ist kein Problem. Meine Freundin kann immer hier backen. und ja, genau. Sie kann gerne mal backen kommen und ich esse es dann. Ist doch toll, oder? Und dann musste ich nichts dafür machen. Ist auch schon gemein. Aber gut, sie macht es dann auch freiwillig. Wie gesagt, wir sind dann jetzt, also ihr werdet jetzt dann die Bilder sehen, aber wir sind dann am Ende des Videos. Ich wünsche euch alles, alles Gute, eine schöne, schöne Zeit und falls es schon das neue Jahr ist, wünsche ich euch natürlich alles Gute für das neue Jahr. Wenn nicht, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Auf jeden Fall passt auf euch auf, lasst mir ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und einen Daumen nach oben. Ein Kommentar freut mich eh immer, immer, immer wieder und ich wünsche euch, wie gesagt, alles, alles Gute. Bis dahin, tschüss!